Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 zusammen mit dem Philipp und dem Sebi, einen wunderschönen. Servus. Moinsen. Ja. Auch wenn länger keine Folge mehr kommt, ja, das Projekt gibt's noch. Ja. Hat ein bisschen gedauert. Wieso ist gerade? Tut mir leid, alles ist meine Schuld, lieber Spaß. Alles. Ja, gut, wenn Hexensaison ist, dann kann man nichts machen. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, irgendwie ist gerade meine Sämaschine kaputt gegangen. Ich habe nichts gemacht dieses Mal. Nein, die ist einfach mitten unter unseren Seen einfach mal ausgefallen. Kann man machen. Ja, gut. Kann man machen, muss man aber nicht. So, wie gesagt, ich bin hier am Ansehen des Feldes Nummer 6. Und ich bin am Pflügen vom Feld 40. Sie ist, glaube ich, am Mint. So, passt wunderbar. Ja, Sebi-Med. Also, ich habe jetzt momentan stabile 20 FPS. Geht eigentlich. Also, wenn ich hab momentan 50. Also. So. Mal schauen, vielleicht haue ich mir eine andere Grafikkarte ein oder so. Ja. Oder ein schlecht eingestellt Lenk. Dahlen falsch gestellt. Der Sebi leckt gerade richtig doll. Mhm. Ich muss sagen, ich habe nichts verstanden. Ich habe nur irgendwas von Pedalen verstanden und dann war es. Ich habe irgendwas mit Lenken verstanden und dann war es. Ja, bei mir ist das Lenkrad falsch eingestellt. Ach so, das Lenkrad ist falsch eingestellt. Gibt es doch die Umdrehfunktion in dem GPS? Nee, ne? Ich glaub's nicht. Aber ja, gut, ein bisschen was muss man auch selber machen. Das ist ja. Kann man sich eigentlich. Muss man sich eigentlich gar nicht mehr ranhauen, sondern kann man währenddessen duschen gehen oder was? Doch, nee, warte ich. Boah, der ist Karach, geil. Was los? Dann werden wir jetzt noch ein bisschen Folge benutzen. Wunderbar. So, jetzt habe ich nochmal ein Vorgewinde gezogen, das müsste jetzt ein bisschen besser sich ausgehen, ohne dass ich in Nachbars Acker reinfahren muss. Geil! Boah, ich glaube, das kann er. Ha! Was kann er? GPS? Ja, nee, GPS umdrehen. Geil! Echt, gibt's so? Kann also ich probiere jetzt was. Hoppala. Ich probiere was aus, nämlich wenn man das GPS-Menü öffnet. Ja. Bei der ersten Seite diesen unteren Ding-Bereich. Dieses Vorgewende-Modus. Ah. Stimmt, das kann man das an Entfernung des Vorgewendes. Aber da gibt's bloß anhalten, also ich weiß nicht. Da wirklich komplett umdrehen, weiß ich nicht. Ich probier's jetzt aus. Ich probier's auch mal aus. Ich hab's mal auf Anhalten gestellt. Ja, aber du musst vielleicht noch eine Breite einstellen. Wie viele Vorgewände du also haben willst. Ja, warte mal. Ich hätte halt ein bisschen 9 zu viel. 3. So. Also ich hab keine Ahnung. Wir gucken. Ich glaube, ich soll das mal ausprobieren, wenn kein Baum davor steht. Wäre vielleicht schlecht. Gott, der bleibt einfach bloß stehen. Hat er bei mir auch gerade gemacht. Bei also mir hat er sogar aufgehoben. Also der Versuch mit meinem Fan zu mähen ist gerade schief gegangen. Ja, da muss ich eigentlich nur auf die PS-Zahlen gucken. Ich glaube, wo ist dann der Case? Du müsst eigentlich irgendwo am Hof stehen. Normalerweise. Der hängt momentan noch vom Ding. Ah ja, genau, stimmt, vor der Mischfütterung. Genau. Oh, was machen wir dann eigentlich auf die 40 Ruf? Wenn ich fertig bin mit dem Pflügen. Also ich sehe jetzt hier mal aufs Feld 6, mache ich jetzt gerade Sonnenblumen drauf. Okay.
ist mir eigentlich relativ. Was brauchen wir denn noch? Was haben wir denn momentan nicht? Brauchen wir Weizen etc. oder Gerste, Getreide, technisch irgendwas dringend wieder? Warte ich schon nach. Ja, nee, da haben wir noch, also Weizen haben wir noch 106.000 Liter im Lager. Wir können vielleicht Gerste oder Raps anbauen. Wohl, nee, wir haben ja Straubs angebaut, ne? Mhm, dann lass mal so. Lass mal Körnerweiz machen. Körner, ja. Obwohl, warte mal, wie viele Moneten haben wir? 114.000. Das ist eigentlich gutes Startkapital. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitmacht. Sag. Zuckerrüben. Du, ich muss sagen, ich habe da nichts gegen. Ich, wenn ich es nicht machen muss, oder? Ja, okay, Zuckerrüben sind mir auf jeden Fall lieber als wie Kartoffeln. Ja, Zuckerrüben sind ja wohl. Ernte so. Ich habe jetzt was gekauft, ne? Das ist wahr vielleicht, ja. Aber da fehlt noch was. Wieso kauft man? Wir haben nicht genug Geld. Wieso? Nein. Egal, ich hinterfrage es gar nicht. Oh, wir haben 100.000 Schulden. Du hättest auch einfach auf Mieten klicken können, aber gut. Nee, wenn dann schon richtig. Junge, man braucht das Teil vielleicht einmal in 50 Folgen. Leichter haben als brauchen. Das. Ich sag dazu mal nix, ne? Ich sag dazu mal nix. Zuckerrüben geben nicht schlecht Geld. Ja, aber trotzdem, man mietet so ein Teil und kauft es sofort, Junge. Also, was hast du überhaupt? Das BGA kostet 450, also. Oh ja, sogar noch das zum Anhängen gekauft. Oh nein. Oh gut. Ich muss nichts machen, also. Du magst es ja nicht mal, also von dem her. Ja. Kann der ja eigentlich Schnubbe sein. Du musst es bloß anbauen. Ja. Ich würde das sagen, auf die 40 machen wir Zuckerrüben. Und ernten machst dann du? Ja, oder der Helfer. So, passt. Ich muss hier nochmal fragen, wenn du mal rüht. Ja, gut. Ich muss sagen, wir müssen auch mal gucken, dass wir die Silage, was in unserem Hofsilo rumflackt, rauskriegen, weil ich glaube, die frisst auch ganz gut FPS. Ja, können wir machen. Passt. Ich mach jetzt nochmal einmal vorgewendet rum, dann müsste es aber ohne Mord was reichen. Schneller wie 20 mit einem so. Mit dem Cake. GPS ist schon cool. Ja. Ich habe mir jetzt einfach gerade kurz eine andere Hose angezogen. Gut, kann man machen. Kann man machen. Einfach mal GPS eingeschaltet. Dieses vorgewendete Modus drin. Und let's go! Oder warst du vorher nackig oder was? Nee! Unterhose. Ich hatte noch eine lange Hose an. Also. Das war ist so nicht so geil. Also ich hatte eine lange Jogginghose an. Ja, aber Jeans ist nicht so angenehm. Das unangenehm. Nee. Beim Zocken halt. Ich mach Blühstreifen für Viecher. Blühstreifen? Doch! Schau mal auf der Karte. Ja, warte. Irgendwie. Kurz mit dem Pomat dran machen, so. Ja. Weil der 40 ist irgendwie. Jo, ja. Gut. So. Zwei. Das ist echt verwendet. Also, man muss sagen, es ist eigentlich alles einheitlich, bis auf ganz unten so ein richtig fetter Streifen. Ja. Oh, ich habe auch schon die Hälfte wieder von Feld 6. Na ja, gut, ich vielleicht ein Viertel. Ja, wir sind jetzt Sebi unterwegs, alle unten. Was ist mit dir? Du guckst doch geschaut, wo du unterwegs bist. Okay. Ja, ich bin an der Küste. Weil ich sag's ungern, ne? Aber ich habe mich ehrlich gesagt satt gesehen von meinem Johnny. Kommst du gesehen oder was? Du bist immer wieder. Jo. War ich zu schnell oder zu langsam? Mit was? Mit, du hast immer wieder. Nö, ging eigentlich, glaube ich. Man hört die vielleicht okay. Nicht ganz.
direkt laut, weil es leicht ansteigend ist, die Stimme dann, aber ich glaube, das passt. Okay. Ach ja, Flo. Ja, was ist denn? Ich weiß, normalerweise frage ich auch sowas nicht, aber übersteuere ich wieder? Sag mal was. Hallo, hallo, hallo. Nee, ist eben genau so ein Bereich, wie ich bin, also genau richtig. Okay. Kann sein vielleicht, dass mit deiner, da sind wir wieder ein bisschen übersteuert, aber momentan nicht. Ich hab jetzt auch ein bisschen runtergesetzt, die Stimmen von euch, also es dürfte eigentlich alles gut zu hören sein. Okay, passt. Weil ich war in den Aufnahmen ein bisschen übersteuert immer, aber ist jetzt ein anderes Thema. Jo. Aber ich glaube, in den ersten teilweise, in den ersten Folgen, die wohl schon ein bisschen länger her sind, hast du teilweise übersteuert, aber in den momentanen glaube ich nicht. Also was heißt momentan, in den letzten. Für eine Gruppe haben wir überhaupt? Haben wir den? Haben wir überhaupt eine Gruppe? Ja, du hast schon mal den einen da gekauft, den. Ich glaube, der nur 380 PS oder so braucht. 400. Oder 400. Gut, sind wir zwar weit davon entfernt, aber gut. Also, wenn ich will, kann ich 600 PS haben, also. Ja. Kann man machen, muss man. Hm? Also, ich wetschen würde es schaffen. Fünf Tage später, kompletter Traktor im Arsch. Motorschaden. Triebeschaden. Nee, ist ja kein Fendt. Nee, aber trotzdem, wenn man jetzt mal so rechnet, 300 PS mehr als wieder normalerweise hat. Ich glaub, da fährt man im ersten Gang los, hat einen Flug dran, macht so die Kuh, und dann ist es im Arsch. So unstabil ist John Deere jetzt auch wieder nicht. Ja, aber ich glaube nicht, dass ein Getriebe für 320 PS mehr ausgelegt ist. Ich möchte gesagt haben 330 PS, aber gut. Oder 330, weiß gar nicht. 270, ja, da geht er normalerweise, oder? Ja. Ja, okay, da sind es so viele. Ich glaube, die 10 PS haben nicht viel ausgemacht. Doch, nee, eigentlich. Machen wir dann von den Wiesen neu? Nee, weil wir haben erst treu eingelagert. Das machen wir dann neu. Obwohl. Ich weiß nicht. Heu ist auf 10. Warte mal, was haben wir denn letztens verkauft? War das Heu, die auch ganz gut Geld gemacht? Geld? Warte, Heu 560 im Sinkend. Es ist besser als Visilage, also so. Ich glaube, wir machen Heu. Aber es sinkt. Ja, aber es sinkt nicht so schnell. Dass er jetzt innerhalb von, sagen wir mal, eine Stunde auf 100 Runden, so schnell sinkt er normalerweise nicht. Wann wird denn die 5 wieder vorbereitet? 5. Oh, hoppala! Was sind die 5? Ah, da! Ja. Neben der 430, wo ich gerade. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Synchro ist bei mir noch nicht so ganz da. Braucht die Flügen ja, oder? Die 5. Ich war's. 5, warte. BG Flo, wir brauchen die 6 und die 7 braucht Kalken. Flo, was machst du auf der 6? Sonnenblumen. Die 5 ist durch mit allem, den muss halt gedüngt. Wir hätten vielleicht die 7 und die 6 düngen können, bevor du siehst. Ja, hätten wir. Egal! Hätte man machen. Aber gut, die ich bin ja nebenbei mit, also. Die 34 braucht komischerweise Pflügen. Egal. Das machen wir wahrscheinlich. Fünf braucht nicht Pflüge. Deshalb Wiese. 34 bräuchte aber Pflügen. Ja, das ist eine Wiese, die werden wir nicht umpflügen. Da werden wir kurz F11 machen und dann ist das ganze Sache erledigt. Ja. Wollte ich? Nee. Jetzt mache ich es nicht. Nee. Er schnappt auf der Nein, so viel schon ist jetzt nicht. Jetzt gibt es einen riesen Lag und ich muss nochmal 15 Meter zurückfahren, weil ich den Teil aber nicht angesehen habe. Würde ich mal vermuten. Ich mach lieber Spaß. Nein, das machst du nicht während der Aufnahme. Nee, ich mach's nicht. Bevor ich nicht mähen fertig bin. Okay, unser Zugrüben Erna steht auch noch ganz allein am Händler rum. Obwohl, warte mal.
große zwei Hänge, die habe ich immer noch nicht verkauft. Nee. Die stehen immer auch noch ganz brav am Händler vorne dran. Würde ich gerne mal behalten. Wo ist die Hänge? Ja. Oh, what? Ich bin ehrlich. Wenn ich mal keinen Bock auf meinen MRN hab, dann fahr ich mit dem Reichskipper. Gut, kann ich auch machen, also ich habe nichts gegen, den die behalten. Wir haben keine Geldmieten, oder was heißt wir haben? Wir hatten keine Geldmieten. Ja, wir hatten. Wir haben 100.000, 120.000 Euro Kredit, also. Ich wollte ja, jetzt nicht sagen. Ja, den müssen wir jetzt mal zurückzahlen. Ja, das sieht schlecht aus, wir haben 9.000 auf dem Konto, also. Ja, deswegen ziehen mal jetzt. Ja, dann mach Heu. Dann machen wir Heu. Da muss irgendeiner mit Schwade jetzt dann kommen. Neben dem Zetter. In der Winkel. Mit Binder. Flipsi, wie viel hast du noch zum zum Flügeln? Halbes Feld, ein bisschen mehr. Ja, okay, dann mache ich den Wendelinski. Weil ich muss ja noch mehr anziehen. Ich mach dann schon. Okay, gut. Weil du kannst dann gleich hier dazu kommen, weil. Ja, ich hab direkt gesagt, gut, das passt. Ne, warte mal. Ich brauche eine andere Sämaschine. Nee, du brauchst bloß den anderen Aufbau unten drauf. Stimmt, wir haben. Weil du hast ja die Horst. Ja. Stimmt. Den haben wir ja normalerweise im Hof noch stehen, oder? Den haben wir im Hof, ja. Der müsste mal das. Da stehen. Ey, der sieht für ganz schön arg, ey. Gut. Hier bergauf jetzt. Aber, mein. Ist es die letzte Bahn, kann ich sagen. Die letzte Bahn erreicht. Lo. Ja, hört sich nicht immer ganz gut an, aber ja, was ist. Muss man eine Abschleppstange reparieren? Weil meine hat 100%. Vielleicht ist mal ein bisschen der Lack abgeblendet, das kann sein. Aber ich oder glaub, der MP-Druck war damals zu schwer. Ja, das kann auch sein, dass sie vielleicht einen leichten Knick hat. Weil rückwärts schieben, glaube ich, war damals nicht so gut für die. Nee, nicht ganz optimal. Ach man, jetzt muss ich wegen einem kleinen Fitzler da nochmal. Ja. Mann. Gut. Jetzt mal, ich schau mal im Menü, was alles reparieren braucht. Oh, leck, leck, leck. Ja, sorry. Oh, ja, ja. Was leckert richtig, ne? Ja, ich konnte gerade nicht vorfahren. Oh, sorry, ich konnte gerade nicht vorfahren. Der Telelader. Oh. Ja, der hat der Fischbutter bin ich auch mitgeholfen. Ne? Ich glaube, der kann schon mal repariert werden. Oder hat er sich verdient? Der Maestro. Wohin? Boah, dann wird auch endlich mal unsere Horspur. Hey, welchen Aufbau steht hinten drauf? Die normale aus den normalen. So habe ich dann den Maestro reparieren müssen. Also meine Sämaschine ist noch ganz. Oder ist wieder repariert. Aber mein SW 3000. Ne, warte mal. Doch. E? Oh. SW irgendwas. Ding reparieren. Ding reparieren. So, passt. Ich bin fertig, Leute, oder? Wir sind jetzt hier wegfahren. Doch, das geht dahinter. Die ist nicht so schlimm. Und du sagst, die kommen jetzt einen anderen Aufsatz. Und dann geht's. Oh. Vielleicht müssen wir da hinten nochmal was zusammenklappen. Ja. Gut. Vielleicht ist einer dran. Ich muss auch mal reparieren. Oh. Alter. Also, wir das weiterlaufen lassen. Ja. Da fahr ich doch. Ich hole mir mal einen neuen Kurs, ne? Dann mache ich weiter. Lohnt sich das? Ich glaube nicht. Wo sind denn die Auswahl? Ach, da. Ich darf das Gas. Tongewicht vom kleinen Betrag. Ich darf das Gaspedal nicht ganz durchdrücken, sonst könnte es einen Unfall geben. Die Amazone Seebox. Da ist meine Schlepperstange. Hat die 2 Euro gekostet? Wenn es das letzte war, ja. Oh, meine Schleppstange ist wieder ganz. Die war aber mein voll, Gewicht ja. Ist kaputt. Oh Mann. Ich muss ihn nochmal schauen. Baum. Oh Gott. Ja, jetzt ist mal.
Das braucht 25. Warte mal. Wieso braucht Gewicht PS? Kann mir das mal einer klären? Hast du zerfüllt dann? Nee. Dann weiß ich es auch nicht. Wo haben wir denn eigentlich? Oder seit wann braucht Gewichte aufheben vom Traktor PS? Das brauche ich, weiß ich auch nicht. Kann mir jemand sagen, wo die Anbauteile für unsere Horsch sind? Weil ja, im Horsch, also in der Seemaschinen-Ding drinnen. Nee, hier sind sie aber nicht. Vielleicht draußen auf der vor der Halle, da habe ich glaube ich. Nee, das gehört ihnen, also innen drinnen ist. Warte, ich komme zum Hof. Also hier sind sie schon mal nicht drin. Ah, da vorne steht. Gut, ich stehe da vorne. Ah, hab sie gefunden, alles gut. Ich hab's doch gesagt. Also ich weiß nicht, was du. Du musst weiter rüber. Ich weiß schon, wie ich vor muss. Doch, aber weißt du, dass ich weiter rüber muss? Also meinst du Flo? Ja. Ich mein Flo. Es hätte Lust, würde ich ganz Platz da lassen. Da ist jetzt Linien so. Stehen die richtig rum? Ja. Flipsi, was hast du gerade zu tun? Ich hab gerade zu tun, dein Fliegen. Flügen, ja. Oh. Und ich fahr gerade deinen LKW wieder. Oh, stimmt, oder? Den habe ich doch schön geparkt. Ich fahre rein. Total in die Halle. Irgendwie sieht das nicht ganz so gut aus. Hinten schön schwarz alles und dann kommt die Seemaschine vorne komplett braun. Gut, kann man machen. Durch die Umleuchte angelassen. Oh. Jetzt nicht mehr. Ist das legal, die Umleuchte hier unten? Ja. Okay. Durchtappen, tappen, tappen, tappen. Da. Ich kann nicht einsteigen. Achso. Okay, gut, ich bin nicht in der Wand verpackt. Wunderbar. Eieiei, wie ich aussehe, neben. So, das. Ja, das Zeug, was ich drin habe, dürfte noch reichen. So, da wollen wir mal zu Feld 40 rüber. Ja, hat eigentlich. Warte mal. Hm? Hat der Case nicht weniger PS als wie sein Fan? Puh. Das weiß ich nicht. Ich schau kurz beim. Aber ich normalerweise müsste. Warte mal. Ich schau nach. Der Fan hat glaube ich 245. 40. Der Case hat 325. Also der Case hat weniger eigentlich. Und sieht besser. Welcher von uns beiden hat mehr Stunden? Ich hab wahrscheinlich mehr Stunden. Ja, also ich habe jetzt knapp 90 Stunden. Die haben beide 240 PS, hat beide mit 540. Einfach! Der Case hat weniger PS wie mein Fendt, aber der ist der einzige von den beiden Fahrzeugen, der die Mehrwerte zieht. Oh, ne? Also am allermeisten Leistung habe ich. Ja. Es hat gespeichert. Habe ich nicht mitgekriegt, weil ich habe gerade ausgeklappt. Jetzt wird das eben auch nochmal aus. Du ist ja. Der Bürger. Uff. So, was ist mit dem Rückwärts hier? Oh, nee. So, warte mal, ich muss umstellen. Ich habe mit 290 PS. Oh, ich habe den doch 290 aufgemacht. Wie viele Wiesen haben wir? Dürfte ich vielleicht den Mod mit draufnehmen dann mal? Ja, welchen? Ich weiß nicht, ob ihr dazu ja sagt, weil es ist ein 7R John Deere. Hab ich nichts gegen, also. Ist das ein Privatmod? Privatmod? Dann weiß ich nicht. Es ist ein Privatmod und wenn ich will, ist es zwar übertrieben. Da aber 1000 PS haben, oder? Ja, irgendwie sowas war doch da. Das weiß ich noch. Aber, boah, aber der hat voll den Kopf. Einfach als Privatmod dein Skript, das Skript umzuschreiben, dass du mehr Motorleisten hast. Das kannst sogar ich. Nee, das ist ein komplett umgebauter. Also, das ist nicht nur die Motorleistung hochgeschraubt. Ich hab halt neue Farben bekommen. Der ist alles, halt ist neue Reifen, alles und neue Sound, Hupe, Auspuff, glaube ich auch. Von mir aus, wenn ich mir schick,
kannst du mit rauchen. Also, ich werde den Download-Link dann reinstecken euch, aber. Ich weiß gar nicht, es ist noch ungegessenes Eis. Ja. Oder ungelegte Eier. Siehst du schon, Flo? Nee, vielleicht habe ich das richtige Seeteil schon dran gehabt. Kann gut sein. Warte mal, wo packen wir jetzt das andere hin? Hä, welches hast du jetzt dran? Also Moment. Darf ich mal Edge halten? Nee, ich bin gerade am Hof und kuppel das andere jetzt gerade wieder an. Oh, Alter, dieser Ladewagen sieht so... Oh, nee. Der Ladewagen gehört so. Ja. So. Das hier ist das Richtige. Ja. Was hast du angesehen überhaupt auf der Feld 5? Auf Feld 6 meine ich. Sonst nochmal. Sonnenblumen. Ach ja, dann hast du das Richtige dran gehabt, egal. Oh, leck, Alter. Nicht mal dran. Oh. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben mal Umdrehungszahl. Bei der KMH-Anzeige. Ja. Ein Horns Vehicle, da ist eine andere Kupplung. Okay, gut. Auch nicht. Warte, das geht doch nicht. So. Okay, gut. Passt. Aber liebe Leute, wir sind für heute auch schon wieder fertig. Wir haben die 25 Minuten auch schon wieder erreicht. Oder wenn sie sogar 27 oder sowas sind. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, immer Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Jetzt kommt nochmal der legendäre Spruch, der niemals im Leben fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent, also wäre lieb von euch. Und denn, falls noch nicht, grau gedrückten, roten Knopf, grau färben, Glocke aktivieren, dann damit ihr nichts mehr verpasst. Und schaut gerne mal bei mir vorbei. Ja, schaut gerne mal bei Sebi vorbei, sein Kanal ist unten in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Einfach draufklicken, dann kommt ihr zu seinem Kanal. Mir hat es tatsächlich gewundert, weil ich mir dachte, jetzt machen wir schnell den Endcut, mal gucken, ob er seinen Spruch noch weiß, weil die letzte Aufnahme doch schon ein bisschen länger her ist, aber er hat ihn noch gewusst, also. Ja, da kann man also, nicht klatschen. Den legendären Spruch darf man doch nicht vergessen. Nein, also. Ja, genau, dass jeder von euch draußen auch den Spruch weiß, ne? Also, wer den nicht weiß, schämt euch. Ach ja, und nochmal Entschuldigung, weil wegen den Aufnahmen, dass so lange keine mehr gekommen ist, aber... Ja, wenn man sie hier, so wichtig ist die Aufnahme nicht, also... Da ist der Freelife wichtiger. Ja, und auch geiler, was? ja, aber wir wollen jetzt gar nicht mehr zu lange rumreden, weil wir haben eigentlich die Abmoderation schon gemacht. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, fange ich eigentlich schon wieder an. Egal, wir wünschen euch dann allen noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch und sehen uns dann am Samstag zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderade. Und bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Au. Servus. Ach, war ein bisschen laut, aber gut. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.